Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich mache auch mal wieder ein Video, denn es ist endlich Frühling. Endlich ist Frühling. Ich könnte schreien, ich traue mich nicht. Nein, wir hatten jetzt nur Regen, nur Schnee, eiskalte Tage. Mittlerweile April. Es nervt nur noch. Die letzten zwei schönen Tage war ich leider verhindert, konnte ich nicht raus. Aber heute ist es soweit, Freunde. Heute geht's raus mit meinem Gespann. Und endlich mal meinen Antrieb auf längere Strecke ausprobieren. Was heißt länger? Wir fahren ungefähr 10 Kilometer heute auf einem kleinen Campingplatz, wo wir schon mal waren. Und dort lasse ich es mir heute richtig in der Sonne gut gehen. Ja, in dem Sinne, ich fahre erstmal weiter. Und dann reden wir später nochmal. Ja, kleiner Zwischenstopp. Hier wollte ich eigentlich übernachten, wenn ich Netz habe mit dem Handy. Ich habe hier Netz, aber ich habe auch Lust weiterzufahren. Hier ist es halt schön idyllisch. Ringsrum Wald, Fluss. Ihr hört's, Frühling. Ja, aber ich denke, ich werde weiterfahren. Weil hier kommen dann tagsüber auch viele Wanderer vorbei und dann fragen die immer, was das ist, schläfst du da wirklich drin, ist das denn nicht zu eng und zu klein? Ich erkläre es immer gerne und freundlich und nett, aber zu oft ist halt auch, wenn du das dann 15 Mal am Tag gefragt wirst. Nö, kleines Päuschen, dann fahren wir weiter. Auf gerader Strecke sich schön schieben lassen vom Hänger. Und ich kann das auch als Klingel verwenden, weil das Summen, das hört man, wenn ich komme.
Aber sobald es schneller wird, ist es halt weg. So Freunde, jetzt kommt ein richtiger Berg. Da war schon früher mit dem normalen Fahrrad immer eine Qual ohne Anhänger. Zweiter Gang, ETMB oder BM wie das heißt und Hängerunterstützung. Funktioniert super, ich gehe fest. Wahnsinn, das schiebt. Jawohl, so muss das sein. So habe ich mir das gedacht. Berge mit Leichtigkeit nehmen. Hier quält er sich ganz schön. Aber es klappt. Jo, bin da. Ich war hier schon mal, wo ich meinen Pappfahrrad-Wohnwagen getestet habe im Regen. Aber diesmal ist es nicht so grün. Eine schöne Aussicht hier oben, Schloss Wölkenburg. So, und hier ist das Kabel von der Solarplatte auf dem Dach. Mit diesem C4-Stecker, dass wir alles mögliche anschließen können, und ich habe das auch ein bisschen länger gelassen, ich glaube 2 oder 3 Meter, dass man das rausziehen kann und außerhalb mal was aufladen kann. Ein anderes Fahrrad oder was. So. So Freunde, ich mache mir erstmal was zu essen. Oder was Leichtes, 5 Minuten mäßiges. Warum? Weil es leicht ist, Wasser hat man eh immer mit und ich muss nicht sinnlos viel Zutaten mitschleppen, um irgendwas zu kochen. Ja, ich weiß, einige meckern da immer, mach doch was Frisches, wenn du schon draußen bist. Ich finde das geil, das Zeug. Mach das auch wieder mit einem Spirituskocher. Hab mir mal einen neuen zugelegt mit Dosierdeckel, um die Flamme einzustellen. Ja, Gaskocher, die sind mir einfach zu schnell und zu laut. Klar, das Essen ist ruckzuck gemacht, aber wir haben doch Zeit, soll doch gemütlich sein. Deswegen. So, und solange wir jetzt warten, bis das Wasser kocht, habe ich wieder etwas für euch. Und diesmal habe ich eine kleine Wärmebildkamera für das Smartphone.
Das ist das gute Stück von Infrared. Ganz cool das Teil, also eine echte Wärmebildkamera mit super Funktion. Dazu gibt es ja diesen praktischen Griff. Ihr könnt das Teil direkt an euer Smartphone stecken über Typ C. Aber mein Smartphone zum Beispiel, das ist so ein Outdoor-Phone, da sitzt die Buchse ziemlich tief. Das heißt, ich brauche so ein Kabel und muss das dann quasi verlängern. Und da habe ich diesen Griff dazu mitbekommen. Dann könnt ihr auf der einen Seite die Kamera einspannen und auf der anderen Seite, selbst das Riesending passt hier problemlos rein. Da habe ich immer so meine Probleme gehabt mit dem riesen Handy, das da irgendeine passende Halterung zu finden. Aber funktioniert. Ich habe das zu Hause schon ausprobiert. Gerade im Computer. Ich musste meinen Computer reparieren, weil er Überhitzungsprobleme hatte. Und habe die Kamera dabei verwendet und konnte so herausfinden, wo was heiß wird. Oder letztens hatte ich eine Kühlbox, die hat nach, wenn Elektrik schmort, riecht man das. Und ich habe mich gefragt, was das ist. Ist das der 12-Volt-Umwandler oder ist das irgendwas anderes? Und da habe ich mit der Kamera reingeschaut, konnte genau sehen, was heiß wird. Und es war nicht der 12-Volt-Umwandler von 230 auf 12 Volt, sondern der Schalter. Der hatte einen Wackelkontakt. Und genau an dem Wackelkontakt ist da wahrscheinlich so wenig Fläche gewesen, wo sich das Metall berührt hat, dass das extrem heiß geworden ist und dadurch die Platine verbrannt ist. Also das Teil war jetzt schon sehr nützlich. Ihr könnt ja dann verschiedene Filter durchklicken. Negativ, schwarz-weiß, das ist bei Nachtsicht ganz cool. Da sieht man halt extrem viel. Und da will ich jetzt auch in Zukunft mal gerade schauen im Fahrradwohnwagen, wie die Wärmeverteilung ist. Wenn ich Kabel verlege, ob da was heiß wird oder nicht heiß wird. Das lassen wir mal an. Oder gerade nachts. Das will ich heute mal ausprobieren. Ihr könnt extrem weit damit schauen. Und das Teil erkennt auch noch hinten auf der Burg. Wenn da eine Katze übers Dach läuft, seht ihr das hier. Und das will ich mal herausfinden. Dann wollen wir mal in den Wald reinleuchten und schauen, was sich da alles so kreucht und fleucht im Dunkeln. Finde ich ganz cool und ganz praktisch. Jetzt habe ich gerade mal meinen Topf im Visier. Ihr seht hier unten extrem heiß, 92 Grad. Der Topf 37. Das Problem ist halt, dass die halt so einen automatischen Zoom hat. Also das ist halt ziemlich nah. Finde ich ein bisschen nicht schön, aber okay. Was sagt denn mein Hänger? Oh! Hier die Powerstation. Ich hoffe, ihr seht das. Das müsstet ihr eigentlich sehen. Da seht ihr, was warm wird. Hier oben der Ladestecker zum Beispiel. Warum plus 13 Grad? 6, 5 Grad? Ist das noch so kalt? Okay. USB. Ach nee, das sind die 12 Volt Buchsen, wo USB dranhängt. 15 Grad. Im Vergleich zur Umgebung mit 6 Grad sind es halt schon fast 10 Grad Unterschied. Ich habe gerade schon mal geschaut nach Wärmequellen. Aber viel sehe ich nicht. Ihr seht die ganzen Bäume, die sind warm. Wir haben so 5 Grad. Der Boden ist so bei 1 bis 2 Grad. Hier drüben ein warmes Auto und ein Hund. Das sieht man direkt weiß leuchtend. Und das würde man im dunklen Wald auch sehen. Wenn da irgendein Tier unterwegs ist. Da ist zum Beispiel ein Hotspot mit 8 Grad, was auch immer das ist. Ja, Freunde, also
Es macht echt Spaß, damit rumzuschauen und nach Tieren zu suchen. Schaut mal, hier unten ist das der alte Bahnhof. Und über die Kamera sieht man das Gebäude halt richtig gut. Und so kann man wirklich gut Sachen erkennen, auch in der Nacht, ohne Nachtsichtgerät. Allein durch die Temperaturunterschiede, das finde ich richtig cool. Freunde, ich mache jetzt ein bisschen Nachmittags-Bubu, ein bisschen chillen im Hänger. Klar, man könnte jetzt noch ewig weit wegfahren, aber es ist der erste schöne Tag, den will ich ein bisschen Entspannung verbringen. Und ich merke gerade, hier kommt die Sonne voll durch. Ich werde mir hier mal noch so eine Art Vorhang machen. Ach, und glotze jetzt noch ein bisschen YouTube, schön entspannen, chillen. Vielleicht ist da auch was Gutes dran. Vielleicht kann Flynn jetzt endlich ihr Leben leben. Hallo. Ich schlage eine Allianz vor. Beth? Du wirst niemand als du selbst, solange du diesen Teil deiner Seele nicht akzeptierst. Amita? Dieser jemand, den du kennst und sein Angebot, oder wie ich es nennen soll, es wird mich glücklich machen, ja? Schauen uns die Frames Stück für Stück an, die sogar die Unterseite des Objekts zeigen. Und ich kann euch jetzt schon einmal verraten, das Video ist nicht nur richtig, richtig gut, sondern... militärischen Bereich. Sollte es dennoch...
Ja, jetzt zum Abend hin bin ich jetzt auch nochmal umgezogen, weil da drüben stand ich ziemlich schief. Das Problem ist halt, hier muss man gucken, wo man steht. Man kann nicht viel machen, außer so die Höhe. Die Höhe ist, kann man nicht wirklich einstellen. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal einen Platz gesucht. Hier hinten war mein alter Platz. Und jetzt stehe ich quasi ja, 20 Meter weiter. Hier gibt es auch nochmal eine Bank. Kann ich morgen früh schön mein Frühstück machen. Und die Sonne, die müsste dann auch hier drüben aufgehen. Ja, ist auch schön. Jetzt sind wir ein bisschen zentral auf dem Campingplatz. Und da waren auch, da geht direkt ein Waldweg lang, runter in den Wald. Und da laufen halt die ganze Zeit Leute lang. Und möchte ich nicht, dass sie dann abends reingucken. Deswegen stehen wir jetzt hier. So, wie sieht's aus? Gegessen haben wir. Bierchen gibt es jetzt noch. Mit meinem Teelichtel. Ich würde sagen, ich bleibe jetzt noch ein bisschen draußen sitzen. Guck noch ein Filmchen und verkrümmel mich dann später in den Hänger und dann hole ich euch noch mal dazu, bevor es ins Bett geht. Das bekomme ich hin. Oh yeah, baby. So, und das kann ich ja dann immer hier ein bisschen umschichten auch, weil ich brauche jetzt so langsam ein bisschen. Und dann möchte ich heute die Folge auch beenden, wenn man Marienkäfer, mit dem wir dann am besten Marienkäfer wäre das Ziel. Natürlich, wenn man den Speer. Kannst du überhaupt kein Box erwischen? Kann ich nicht. Liebe Aff, ich beherrsche eure feurige, ausdrucksvolle Sprache virtuos. Du gar nicht. Dann werde ich mal etwas Box erwischen. Sprechen. Phil, besser machen. Guten Morgen, Leute. Gut geschlafen. Kalt. 1 Grad gehabt. Aber schöne dicken Schlafsack dabei. Alles wieder ein bisschen nass. Ein bisschen durchlüften jetzt. Kaffee trinken. Und nach Hause fahren. Heute wird es nochmal schön. Hey Freunde, nochmal ein schöner Tag. Ab morgen regnet es wieder. Ich fahre jetzt nach Hause. Diesmal nicht durch den Wald, sondern Straße. Geht die ganze Zeit bergauf jetzt, aber ist ja kein Problem. Herrlich. So entspannt und trotzdem so viel Gewicht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hört, irgendwas knarzt. Klingt furchtbar. Muss ich da mal schauen.
Ja, Freunde, an dieser Stelle möchte ich mein Video dann auch beenden. Eine schöne kleine Ausfahrt. Hey, ich will auf jeden Fall mal schauen. Wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten machen und dann mal wieder eine schöne 100 Kilometer Tour. Müssen wir mal schauen. Also Leute, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.